Herzlich willkommen zurück bei Headstart. Wir sind aus unserer kleinen Pause wieder zurück. Shisha ist inzwischen einer Wasserflasche gewichen und auch ein neuer Gast wird heute bei uns im Studio begrüßt. Das ist der Manuel Staubli, er seinerseits Founder der Kleidermarke Salty Deer. Manuel, freut mich außerordentlich, bist du heute hier bei uns im Studio. Danke vielmals für die Einladung, Joel. Freut mich ebenfalls. Jetzt gerade als erste Frage. Kleider machen Leute. Was für Leute tragen Salty Deer? Ja, ich glaube, da dürfen wir sagen, Leute, die ein Lebensgefühl im Alltag mitnehmen wollen. Salty Deer lebt von Erlebnis, lebt von sich mit Freunden treffen, begegnen. Es ist zwar eine schwierige Zeit, aber umso mehr ist es doch schön, wenn man etwas mitnehmen kann, das einem im Alltag begleitet. Also eigentlich nicht nur ein Brand, sondern ein Lifestyle. Ich glaube, wir kommen nachher gerade ein bisschen mehr auf die Marke selber zurück. Jetzt zuerst nimmt aber der Zuschauer wahrscheinlich mal Wunder, wer steht da überhaupt vor mir? Manuel, stell dich doch schnell vor, wer bist du und was machst du genau? Sehr gern. Ja, Manuel Staubli, aufgewachsen im schönen Aargau, bin heute im schönen Zürich hier bei euch. Ist ein Katzensprung entfernt. Ich bin in Muri aufgewachsen. Habe auch mein Geschäft dürfen jetzt in Muri aufbauen. Bin da kontinuierlich dran. Was mache ich? Ich bin nebenbei auch noch angestellt, arbeite im Bereich des Marketing in der Sport- und Modebranche. Also nicht sehr abwegig, was ich heutzutage mache. Okay, also du hast eigentlich einen Job gehabt, beziehungsweise schaffst du immer noch einen Job und dann irgendwann hat es wahrscheinlich auch bei dir angefangen zu rattern und die Idee ist gekommen, ja, jetzt will ich selber etwas machen. Was hat dich dazu bewegt? Ja, das ist durchaus so. Ich habe mehrere Jahre Erfahrung sammeln im Bereich des E-Commerce, bei einem grösseren Onliner. Habe nachher direkt bei einem Kleiderlabel gearbeitet. Bin sehr international unterwegs gewesen und hatte dort halt sehr viel Einblick gehabt, was passiert in dieser Branche, sehr viel Bewegung drin. Es ist ein Stück weit ja auch ein bisschen ein Verruf in dieser Branche, gerade Produktion und so weiter. Ja, und es war immer ein kleiner Traum gewesen, selber etwas zu machen und so Einflüsse und Erfahrungen haben irgendwann gesagt, mach selber etwas, aber mach es anders. Okay, ich dachte, das ist wirklich so ein Wiedererkennungswert, der dann gegeben ist. Das ist in Zukunft sicher nur mehr hilfreich, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt die Marke Salty Deer. Bist du das momentan ganz alleine am machen? Oder wie ist das genau aufgebaut? Wie ist es strukturiert? Ja, ich rede sehr gerne von wir, Marken und ich. es ist aber in der Tat es ist eigentlich so, dass ich aktuell das allein führen, das Unternehmen ja. Oder die Marke, ich wollte jetzt nicht sagen Unternehmen, sondern es ist ein Brand, eine Marke, holen wir aber punktuell natürlich Unterstützung, sei es im Bereich von der Produktion, gerade so ein bisschen zum Start von einer neuen Kollektion ja. Oder dann bei einem Shooting mit Models, wo ich auf einen professionellen Fotograf zurückgreife. Genau, da holt man sich einfach immer so Partner, wo man es gerade so kann brauchen. Aber genau. Momentan so die ganzen Vertriebsstrukturen und so bringst du eigentlich noch gut alleine an. Ja. 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 Mit genug Arbeit. So macht, genau. Mit ja. Genug Arbeit. Ja. Aber eben, solange man voll dahinter steht und Spass macht, ja, dann macht man es sehr gerne. Der Name Salty Deer. Woher zur Hölle kommt denn das? Ja, werde ich nicht das erste Mal gefragt, das glaube ich. Ja, also ich fange vielleicht beim einfacheren Part an, das ist das Tier, der Hirsch. Das ist seit Kindertagen das Krafttier, das mich immer begleitet hat. Ich kann leider den Zuschauern wie auch dir nicht genau sagen, wieso und warum. Jemand hat sehr gerne Elefanten und ja, bei mir war es halt immer der Hirsch gewesen, schon seit Kindertagen, ja. Und der ist dann im Sport umgesetzt worden, wie auch in den eigenen Kleidermarken in dem Sinne. Richtig, also ob Familie, Kollegenkreis, wo das Logo dann in dem Sinne rausgekommen ist, ja, haben viele gesagt, ja, das ist einfach der Manu. Das war fast klar gewesen, dass der hier da auch im Brand wieder auftaucht. Aber vielleicht, um noch schnell Salty ein bisschen aufdecken, ist halt ein bisschen Surf angehaucht, so ein bisschen Wassersportbereich. Ist aber in dem Sinn nicht auf das beschränkt, sondern Salty ist wirklich das Lebensgefühl, das ich angesprochen habe. Wir kennen es alle, wenn du aus dem Wasser kommst, also aus dem Salzwasser, hast du nachher so einen leichten Film auf der Haut. Ja. Und einfach das Gefühl wieder mitnehmen, die Freiheit, die du gehabt hast,
das Wohlbefinden im Meer raus, dass das eigentlich kannst mitnehmen kannst. Und so eigentlich das Lebensgefühl, das du für dich selber schön findest, willst du jetzt auch an die breite Masse transportieren können mit deinen Kleidern. Definitiv, ja.